Damit das Modell vollständig ist und auch auswertbar, benötigen wir die Räume. Diese sorgen einerseits dafür, dass das Modell ansprechend aussieht und geben Ihnen gleichzeitig die Möglichkeit, viele wichtige Informationen auszuwerten. In diesem Assistent sind bereits Räume vordefiniert. Die Funktion kann aber genauso in der Actionbar aufgerufen werden und die Informationen manuell eingetragen. In den Eigenschaften der Räume finden Sie zusätzlich Informationen, in denen alle Werte erklärt werden. Danach können Sie den Raum Punkt für Punkt definieren. Oder einfach in den Bereich hineinklicken und die automatische Flächensuche nutzen. Möbel, die Sie aus der Bibliothek im Modell abgesetzt haben, werden automatisch mit dem Raum verknüpft. So können ganze Räume mit Möblierung auch verschoben oder kopiert werden. In den Optionen finden Sie weitere Einstellungsmöglichkeiten für die Darstellung der Räume. Die Schichten, die in den Räumen definiert wurden, können so später auch in einem Schnitt dargestellt werden. Alle Flächen können natürlich auch einzeln erstellt werden und sind dann ebenso auswertbar. Aber bevor wir dazu kommen, zeigen wir Ihnen im nächsten Video, die Möglichkeiten in Allplan mit Ansichten und Schnitten zu arbeiten.